Herzlich willkommen im Keller. Seit langem mal wieder ein direkt gedreht und hochgeladenes Video. Ich weiß schon fast nicht mehr, wie das geht. Gefühlt, ich habe ja schon wirklich lange nichts direkt gedrehtes mehr hochgeladen. So gesehen, schön wieder hier zu sein. Hallo und ja, wie man sieht, bin ich wieder im Lande und treibe mich nicht in Schweden rum. Es sei denn, in Schweden gibt es exakt das gleiche Bücherregal. Das wäre potenziell natürlich auch noch möglich. Ich will mich nicht lange mit dem Blabla drumherum aufhalten. In diesem Video geht es um zusätzlich ein paar Sicherheitshinweise für eben Trekkingtouren im, sagen wir mal, kalten Lebensraum. Also das kann Hochgebirge sein, das kann natürlich eben irgendwelche nördlichen Breiten sein, theoretisch auch das kleine bisschen an kalten Bereichen subarktischer Art, die wir auf der Südhalbkugel finden. Das sind aber ja, wie gesagt, überhaupt nicht viele. Neuseeland hat ein bisschen was und Afrika hat Amerika. Amerika hat auf jeden Fall definitiv auch noch was und Afrika hat so nicht viel. Egal. Jedenfalls, wer das nachmachen möchte, da gibt es zwei Optionen. Entweder weiß er, was er tut, dann ist dieses Video im Prinzip unnötig. Kann man natürlich trotzdem gucken, wenn es einen interessiert. Und Typ 2 ist mehr oder weniger Anfänger, sagen wir einfach mal, hat jetzt so eine Tour noch nicht oft bis noch überhaupt nicht gemacht. Und dafür, für solche Leute, ist dieses Video jetzt eben gedacht, damit ich dann hinterher mir selber sagen kann, ich habe zumindest mal gewarnt. So, wie ihr es dann selber macht, ist euer Ding, aber ich für mich kann dann mein Gewissen quasi beruhigen. So, dala. Und das heißt, folgende Sicherheitshinweise möchte ich mit auf den Weg geben. Der erste, das ist so eine Art grundsätzlicher, der fällt auch aus der Nummerierung raus. Ich habe das alles schön ein bisschen aufgenummeriert und aufgestückelt, damit man es sich besser merken kann. Solo-Touren sollte man eigentlich gar nicht machen. Das ist deutlich gefährlicher, als wenn man eine Gruppe hat oder zumindest zu zweit ist. Wird von allen gängigen Wandervereinen, gerade eben in der nördlichen Landschaft, empfohlen, nicht solo zu gehen. Also es wird quasi direkt davor gewarnt, man soll das wirklich sein lassen. Teilweise stehen auch Schilder im Gelände, bevor man irgendwo losläuft von irgendeinem Parkplatz als letzter Ankerpunkt der Zivilisation, dass man halt eben nach Möglichkeit nicht alleine gehen soll, dass das saugefährlich sein kann. Und das stimmt auch. Und deswegen wäre es ganz gut, tatsächlich grundsätzlich immer alles zu zweit zu machen. Nur weil ich jetzt trotzdem gerne Solo-Touren mache, heißt das ja nicht, dass das deswegen automatisch eine gute Idee ist. Das ist also so ähnlich wie irgendwelche Alleingänge bei Höhlenerkundungen oder sonst was. Das sollte man auch nicht alleine machen. Das ist gefährlich, das ist doof, sowas zu tun. Und gleiches gilt halt eben auch bei, sagen wir mal, die nördliche Wildnis durchwandern, eben auch alleine. Und insbesondere gilt das dann, wenn man auch noch in einer Nebensaison und in einer Gegend unterwegs ist, wo wirklich die Chancen, dass einem da niemand begegnet, tatsächlich relativ hoch stehen. Dann sollte man erst recht nicht alleine unterwegs sein, wenn man vernünftig ist. So, die folgenden Sicherheitsvorkehrungen machen dann sowohl zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft als auch alleine Sinn. Wichtig ist allerdings, man kann, je größere Gruppe man ist, desto eher kann man mal was falsch machen. Und desto weniger schlimm ist es, wenn einem mal ein Malheur passiert, wenn man durchweicht oder mal mit dem Stiefel im Fluss landet oder tatsächlich im, ja, mehr oder weniger schlimmsten Fall umknickt und sich den Knöchel verstaucht. Hat man noch 5 Kameraden dabei, notfalls können die einen sogar tragen. Allerschlimmstenfalls. Aber es geht. Die Option hat man natürlich nicht, wenn man alleine unterwegs ist, und selbst zu zweit kann man den anderen ein bisschen stützen. Selbst da ist da noch eine gewisse Hilfsfunktion dabei, die man wieder alleine eben nicht hat. So, das ist nur so als kleines Beispiel und damit fangen wir jetzt aber wirklich mit der Liste an. Es sind 3 wesentliche Hauptpunkte, die ich doch durchaus zu beachten empfehlen würde. Nämlich, man braucht für solche Wildnistouren insbesondere allein, ich gehe jetzt für den weiteren Videoverlauf davon aus, dass wir alleine sind, obwohl das eigentlich blödsinnig ist, weil was allein gilt,
kann man eben, wie gesagt, auch problemlos auf Gruppen übertragen. Wenn jedes einzelne Mitglied die gleichen, die Alleinsicherheitsregeln beachtet, dann passiert erst recht nichts. Und zwar braucht man drei wesentliche Dinge, habe ich ja gerade schon gesagt, Erfahrung, Ausrüstung und Reserven, beziehungsweise Backups, wenn man das lieber so nennen möchte, oder wer ein super schönes, kompliziertes Wort dafür haben möchte, Redundanz kann man in diesem Zusammenhang auch möglicherweise verwenden. Aber es ist im Prinzip wurscht, welches Wort, kommen wir noch gleich dazu. Punkt 1 ist erstmal die Sache mit der Erfahrung. Davon braucht man umso mehr, je kleiner die Gruppe und je extremer der Lebensraum, in dem man wandern gehen möchte. Das gilt jetzt natürlich übertragungsmäßig nicht nur für nördliche Wildnisgebiete, also Kanada, Alaska, Sibirien, Skandinavien und alles, was da noch irgendwie so mehr oder weniger dranhängt. Grönland von mir aus, Island. Kann man aber, wie gesagt, eben auch übertragen auf andere Wildnisgebiete dieser Welt, zum Beispiel eine Wüste, nur dass da dann halt eben Kälteschutz, da kann es ja nachts auch empfindlich kalt werden, aber Kälteschutz wird in der Regel nicht so das elementar wichtige Problem sein und man muss sich auch nicht davor schützen, nass zu werden. Stattdessen muss man einfach wirklich gucken, dass man Wasser, Wasser, Wasser ohne Ende dabei hat, reizt mich persönlich nicht. So ein Lebensraum. Ich gehe lieber dahin, wo Wasser kein Thema ist, also das Vorhandensein von Wasser zumindest nicht, und einem eher das übermäßige Vorhandensein von Wasser in allen möglichen Aggregatzuständen zu schaffen macht. Ja, und Erfahrung meint jetzt Folgendes: Wenn man eine Solo-Tour machen möchte, dann sollte man halt eben davor schon mal 3 Gruppentouren gemacht haben. Ich sage jetzt mal grob 3. Und damit meine ich nicht 3x2 Tage, sondern 3x mindestens eine Woche, besser 2. Also so 6 Wochen insgesamt an Trekking, Outdoor-Erfahrung in eben dem entsprechenden Lebensraum, in dem man rein möchte. Solo sollte man, würde ich schon sagen, durchaus mitbringen, vernünftigerweise. Und innerhalb dieser Erfahrungen, die man da dann halt macht, lernt man dann auch so Dinge wie, wie komme ich jetzt am besten von Stein zu Stein im Fluss? Wie komme ich unter Umständen am besten durch den Fluss? Wobei das nochmal ein Thema ist, was ich nochmal irgendwann irgendwo separat behandeln werde. Was muss ich denn tun, wenn ich jetzt durch so ein Geröllfeld durch will? Man lernt auch so die für sich selber richtige Wandermechanik, zum Beispiel das Pausenmanagement. Macht man alle Stunde eine kurze Pause, macht man alle 2 Stunden ein bisschen eine längere Pause, marschiert man am liebsten 5-6 Stunden in super langsam, kontinuierlich als unaufhaltbare Schnecke durch die Landschaft, kommt man auch wunderbar an, ist eigentlich eine Wandermethode, die ich sehr beneide, die ich gerne anwenden würde. Manchmal gelingt es mir, aber im Großen und Ganzen bin ich so der 1,5 bis 2 Stunden Laufmensch und dann, ja, wie ich Bock habe, wie es Wetter ist, eine entsprechende Pause machen. Brauchen tue ich dann 10 Minuten, danach fühle ich mich eigentlich wieder fit. Wenn ich länger Pause mache, dann liegt das daran, dass ich die Zeit habe und gerne Genuss wandertechnisch unterwegs bin. Aber so Sachen zum Beispiel, oder auch, dass man weiß, in welchem regelmäßigen Abstand man sollte man was trinken für sich persönlich. Wann isst man am besten sein Mittagessen, seinen gerne auch als Trail Snack bezeichneten Zwischenmahlzeit. Oder teilt man sich die lieber auf, dass man über den Tag verteilt hier und da mal einen Müsli-Riegel futtert. Ich persönlich habe gerne eine Mahlzeit, eine etwas größere dann, aber ja, das muss halt jeder eben selber wissen. Und solche Dinge, so Management, was jetzt erstmal mit dem Sicherheitszeugs nichts zu tun hat, das würde ich halt eben unter Erfahrung zusammenfassen, dass dieser ganze Kram, dieses Managen einer Wanderung über lange, lange, lange Strecken und über lange, lange, lange Zeiträume, dass das halt einfach sitzt. So, zweiter Hauptpunkt ist Ausrüstung. Bei Ausrüstung gibt es 2 Möglichkeiten. Die Möglichkeit, die nicht jedem von uns wahrscheinlich gegeben ist, besteht darin, dass man einfach ein knallharter, super, ultra Komfort brauche ich überhaupt nicht,
wettergegerbter, harter Krieger ist und mit einem Müllsack und einem zweiten Müllsack als Rucksack einmal quer durch Schweden wandern kann. So Leute soll es ja geben oder zumindest schon gegeben haben. Auch wenn man mal in die Vergangenheit guckt, mit was für Ausrüstung ein Sir Edmund Hillary auf den Mount Everest gestiegen ist, da rollen sich einem die Fußnägel hoch. Also es geht, wenn man entsprechend wirklich richtig knallhart drauf ist, auch mit sehr einfacher, entweder prähistorischer Ausrüstung in Anführungszeichen, also wirklich traditionellen Krempel, noch ein Fellschlafsack oder einfach eine Decke statt einem Schlafsack. Und wer schon mal aus Nostalgiegründen im Walde bei uns in Deutschland nur mit einer Decke gepennt hat oder von mir aus auch mit zwei Wolldecken, wird sehr schnell feststellen, dass die Dinger im Vergleich zu einem Schlafsack einfach nur, man muss es so sagen, scheiße sind. Es macht Spaß, mit sowas mal zu pennen. Vom Nostalgiefaktor ist das echt lustig, aber man friert wirklich wahnsinnig schnell, wenn man mal auf so einen Hightech-Schlafsack verzichtet, wenn man mal alternative Schlafmöglichkeiten durchprobieren möchte. So, das heißt, wer eben also bei sowas nicht wirklich ganz knallhart ist, der braucht eine gescheite Ausrüstung, die halt eben den entsprechenden Anforderungen einer härteren Klimaregion angepasst ist. Heißt, in Deutschland kommt man mit wirklich günstigen Discounter-Materialien eigentlich, solange man jetzt nicht im Winter unterwegs ist oder ganz wirklich ganz hoch auf den Mittelgebirgen oder gar in den Alpen, kommt man mit Discounter-Ausrüstung ganz gut zurecht. Das ist in Ordnung. Da braucht man sich wirklich nicht irgendwelche Ultra-Ultra-Zelte oder Ultra-Ultra-Rucksäcke oder entsprechende Stiefel und so weiter und so fort. Braucht man sich vielleicht nicht unbedingt kaufen. Den einzigen Gegenstand, wo ich wirklich nie sparen würde, selbst wenn ich nur in Deutschland unterwegs bin, sind die Schuhe. Und beim Rucksack würde ich auch ein mindestens Mittelklasse-Modell nehmen, weil ein Rucksack ähnlich wie Schuhe einfach passen muss. Das muss irgendwie gut sitzen und so weiter. Und da habe ich mit den ganz billigen Dingern jetzt keine so guten Erfahrungen gemacht. Ich persönlich, aber da darf man gerne anderer Meinung sein. Hingegen, wenn man wirklich in extremere Lebensräume möchte, wo halt eben, das hat man ja jetzt im Laufe meiner bisherigen Tour-Videos vielleicht auch schon gesehen, im Juni noch jede Menge Schnee liegt und ein dauerhafter Wind weht und es quasi eigentlich so gut wie nie mal wärmer als 14 Grad wird, und gerne mal halt durchaus noch Frost aufkommen kann des Nachts, und Schnee, Regen, Hagel, normaler Regen, überflutete Flüsse, der Boden ist grundsätzlich durchgehend durchgeweicht, man kann den ganzen Tag lang nur durch Morast latschen, da braucht man vernünftige Ausrüstung. Und inzwischen hat der Outdoor-Markt ja derart gute Produkte auf Lager, dass man auch als jetzt nicht so leidensfähige Person da wirklich gut durchkommen kann, wenn man bereit ist, vorher entsprechend viel Geld in eine vernünftige Ausrüstung zu investieren. Und da gibt es für mich zwei Typen von Ausrüstung. Direkter Kontakt mit den Elementen oder nicht. Wenn nicht direkter Kontakt mit den Elementen vorherrscht, dann kann das durchaus günstig sein. Stellenweise habe ich da noch Zeug, das ist eigentlich nur Luxus, das müsste aber nicht. Gerade bei einer ersten Tour braucht man das nicht wirklich. Das ist dann sinnvoll, wenn man weiß, ich werde mein Leben lang weiterhin solche Touren machen, dann kann man sich sowas kaufen. Das wäre zum Beispiel so eine aufblasbare Isomatte. Eine normale Festschaum-Isomatte ist zum Teil sogar noch wärmer, ist auch bequem genug, man kann da schon drauf schlafen, wiegt mitunter nicht mal nennenswert viel mehr und kostet halt bloß 20% von dem, was so eine tolle Aufblas-Isomatte wiegt. Beispielsweise. Oder Klamotten, irgendwelche Funktionskleidung. Die kriegt man beim Discounter für ein Appel und ein Ei nachgeschmissen. Dafür kann man aber auch für ein verdammtes Unterhemd 80 bis 120 Euro ausgeben. Für ein Unterhemd. Das leuchtet mir nicht wirklich ein, egal was für ein super tolles
Körperklima man dann möglicherweise mit sowas haben wird. Hingegen eben die Sachen, die wirklich top sein müssen, ist meiner Meinung nach alles, was wirklich direkt mit den Elementen in Verbindung kommt. Heißt Regenkleidung, äußerste Schicht, Rucksack, weil der ja auch immer draußen mit den Elementen zu kämpfen hat, das Zelt, und ich zähle den Schlafsack immer noch dazu als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme. Dazu kommen wir dann noch im weiteren Verlauf der Tour und selbstverständlich eben natürlich auch die Schuhe. Das sind dann halt eben so Sachen, da kann man dann pro Gegenstand locker mal 200 Euro gut ausgeben. Man kann auch noch mal das Doppelte ausgeben und bei einem Zelt kann man auch das Dreifache oder das Vierfache oder das Fünffache entsprechend ausgeben, wenn man das dann möchte. So grob würde ich also schon sagen, bis man sich dann an eine mindestens, also ja, schlimmstenfalls wirklich Solo-Tour eben im skandinavischen Raum, im nördlicheren skandinavischen Raum, nicht Südschweden. Südschweden ist wie Deutschland, ein kleines bisschen härter als Deutschland, aber sonst ist das nicht schlimm. Viele Mücken dazu, aber klimatisch ist das sonst wirklich nicht besonders schlimm. Aber ja, Bergtundra, Subarktis, wie ich es eben schon genannt habe, da müsste da schon was gescheitert sein. Und da könnt ihr für die Anti-Wetter-Basis-Ausrüstung, also die Dinge, die teuer sein sollten, qualitativ hochwertig sein sollten, da könnt ihr schon so 1.000 bis 2.000 Euro für die gesamte Bagage ausgeben. Mehr aber auch nicht. Das muss dann aber auch wirklich nicht mehr sein. 1.000 wird man fast nicht drum rumkommen, wenn man auch noch ein Zelt braucht. Das wird nicht möglich sein, befürchte ich. Beziehungsweise, wer versucht, mit noch billigerem Zeug hinzukommen, der muss halt, wie gesagt, eben entsprechend ein sauharter Hund sein, der echt hart im Nehmen ist. Ich habe jetzt mit meiner Ausrüstung, das ist alles vom Zweitbesten. Nicht immer das allerbeste, aber dann halt gleich das, was da danach kommt. Muss ich jetzt sagen, so erfahrungsberichttechnisch hatte ich halt überhaupt keine Probleme. Das war halt alles wahnsinnig entspannt und man war halt nur glücklich, dass das alles problemlos funktioniert. Zelt steht im Wind wie eine Eins, super warm im Schlafsack, es regnet den ganzen Tag, mir doch egal, perlt ja alles ab. Das macht schon noch was aus und das ist insbesondere dann wichtig, wenn man halt psychologisch, weil man alleine ist, sich es nicht leisten kann, sich Sorgen um seine Ausrüstung machen zu müssen. Und das kommt relativ bald, je nachdem wie man mental gestrickt ist, da gibt es natürlich auch Unterschiede, dass man sich dann schon mal fragt, oh, langsam weichen meine Schuhe durch. Was soll ich tun, wenn meine Schuhe jetzt ganz durchgeweicht sind? Oder, jetzt flattert mein Zelt aber schon arg und biegt sich doch sehr durch. Was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn mein Zelt jetzt mir die Zeltstange bricht oder mein Zelt tatsächlich verrissen wird im Sturm und solche Späße? Und wenn man sich darüber überhaupt keine Gedanken machen möchte, dann braucht man halt eben entsprechend wirklich das Top-Zeugs und das kostet halt eben entsprechend Geld. So, das war der Punkt Ausrüstung. Und dann kommen wir auch schon zu den ganzen Reservehaltungsgrundsätzen. Die sind nämlich, finde ich, gerade eben für den Punkt Sicherheit ganz, 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 ganz wesentlich. Das sind einige Unterpunkte. Nämlich, es gibt verschiedene Ressourcen, die sollte man mit einer Reserve dabei haben. Man will ja bei einer Trekkingtour, meiner Meinung nach zumindest, über einen längeren Zeitraum autark unterwegs sein. Das kann jetzt 3-4 Tage sein, dann kommt der nächste Supermarkt. Das kann 5-6 Tage sein, dann kommt der nächste Supermarkt. Das kann aber auch, wie bei mir jetzt, 13 Tage ohne irgendwelche Verpflegungsstopps sein. Also 13 Tage autark, in denen man nicht irgendwas nachkaufen kann. Mit Ausnahme von einer Tasse heißer Schokolade, einem Beutel Kartoffelbrei, 5 Haferkeksen und einer halben Beefy-artigen Wurst, die ich nach der Hälfte dann ungefähr festgestellt habe, dass die vielleicht doch nicht mehr so gut ist von der Haltbarkeit her. Aber ansonsten habe ich wirklich alles von vorne bis Ende, von Anfang bis Ende durchgeschleppt. Und da muss man dann schon damit rechnen, dass man auch ein entsprechendes Gewicht mit sich herumtragen muss, weil man halt eben zur eigenen Sicherheit bei bestimmten Sachen am Gewicht halt eben nur begrenzt sparen kann.
Kann man machen bei Ultralight-Tracking in irgendeinem lebensfreundlichen Lebensraum, zum Beispiel Italien in der mediterranen Ecke, von mir aus im Winter, da wird es nie richtig kalt. Im Winter gibt es da auch genug Wasser und man hat wirklich keinerlei Umwelteinflüsse, die einen umbringen wollen. Jetzt habt ihr ja wie gesagt schon ein paar Folgen von meiner Tour gesehen, da gibt es Umwelteinflüsse, die einen umbringen wollen und da ist dann Ultralight-Tracking irgendwann nicht mehr drin, weil man einfach dann sein Leben riskiert mit einer unzureichenden Ausrüstung oder der fehlenden Möglichkeit, irgendeinen Fehler zu kompensieren oder mit einem nicht selbst für verantwortlich Notumstand irgendwie umgehen zu können. Zum Beispiel Sturm, Hagel, wirklich krass mieses Wetter, Nebel, irgendwie sowas und man hat keine Ressourcen, da irgendwie mit umzugehen, dann hat man halt wirklich ein gewaltiges Problem. Außerdem ist die Subarktis ein Lebensraum, in dem man als nackter Affe Survival-Skill-technisch noch so gut sein kann, da erfriert man trotzdem innerhalb von relativ kurzer Zeit und man kann sich in der baumlosen Bergtundra noch nicht mal irgendwie ein Shelter zusammenbauen. Da hat man überhaupt keine Chance. Ohne Ausrüstung ist Überleben da einfach nicht möglich. Selbst in der Steinzeit, wenn da ein Ötzi, der Survival-Papst schlechthin, soweit wir das denn wissen, über die Alpen wollte, musste er auch einen entsprechenden Rucksack mit sich rumschleppen und entsprechende Ausrüstung, Hightech-Krempel für die damalige Zeit, mit sich führen, weil ganz ohne Ausrüstung haben wir als ehemaliger Dschungelbewohner halt einfach keine Chance, in solchen Lebensräumen klarzukommen. Das sollte einem klar sein. So, deswegen Reserven. Wenn was Unerwartetes passiert. Und das wäre zum einen die Zeitreserve. Wir haben ja in der Regel Urlaub von Tag A bis Tag B und dazwischen haben wir Zeit zum Wandern. Es kommt oft vor, dass das zu knapp kalkuliert wird, dass man also sagt, okay, ich habe jetzt 10 Tage Urlaub, dann gehe ich 9,5 Tage wandern und da ist die Anreise irgendwie schon mit einkalkuliert und möchte in diesen 9,5 Tagen meinetwegen 200 Kilometer zurücklegen. Je nach Landschaft ist das ja durchaus möglich. Im Fjell wäre das schon ziemlich ambitioniert. Ziemlich ambitioniert. Dann muss man gleich wieder die Erfahrung haben, zu wissen, dass man das überhaupt realistisch betrachtet irgendwie hinkriegen kann. Ich könnte das nämlich nicht. Wenn ich jetzt gucke, 200 Kilometer auf dem Kungsleden in 9 Tagen, vergiss es. Vergiss es. Viel zu gefährlich. Vor allen Dingen zu gefährlich. Dazu kommen wir nachher nämlich auch noch. Also sollte man pro 4 bis 5 bis 6 Tage, je nach so persönlichem Empfinden, da kommt wieder die Erfahrung mit rein, einen Ruhetag einplanen, einen Reservetag. Was man dann letztendlich mit diesem Tag macht, da kommt auch wieder die Erfahrung, das ist persönliche Vorliebe. Macht man wirklich 5, 6 Tage laufen und macht dann einen Tag gar nichts und liegt nur rum und ja, schläft 18 Stunden, habe ich schon gemacht, war gut. oder nimmt man den lieber, um irgendeine andere lange Etappe aufzusplitten. Dass man zum Beispiel sagt, okay, an Tag 5 hätte ich jetzt geplant, 28 Kilometer zu laufen. Dann nehme ich jetzt meinen Reservetag und mache 2x14, was relativ gut machbar ist. Ich will nicht sagen, es ist lächerlich, weil wie gesagt, wir befinden uns in einer Region, da können einen 14 Kilometer schon durchaus völlig ausreichend zermürben. So. Bei durchschnittlicher Sportlichkeit. Man muss dazu sagen, meine Sportlichkeit wäre, ich würde sagen, so ungefähr durchschnittlich. Also wirklich, wirklich durchschnittlich. Auf keinen Fall besser. Vielleicht eher ein bisschen schlechter. Das ist wirklich, ich bin wirklich kein Top-Sportler. Ich würde das gern behaupten, aber bin ich echt nicht. Ich habe nur ein einziges Mal eine Siegerurkunde bei den Bundesjugendspielen gewonnen. Sonst waren es immer Teilnehmerurkunden. Also auf gut Deutsch, du kannst gar nichts. ja, eben der Reservetag. Da man für einen zusätzlichen Tag natürlich auch zusätzlichen Proviant braucht, gehört das zusammen. Reservezeit, Reserveproviant. Einfach, wenn ein unvorhergesehenes Ereignis einen dazu zwingt, länger in der Wildnis bleiben zu müssen, als man das ursprünglich überhaupt vorhatte. Punkt Reserveproviant. Da sollte man
Wenn wirklich alle Stricke reißen, und man eigentlich schon keine Zeit mehr hat, weil man seinen Rückflug kriegen muss, Rückfahrt kriegen muss, je nachdem, in welchem Verkehrsmittel man unterwegs ist, sollte man trotzdem nochmal für mindestens einen zusätzlichen Tag nochmal Reserveproviant dabei haben. Wenn wirklich was Schlimmes passiert, dass man dann noch genug Proviant hat, um, auch wenn man den Flug oder Zug oder was auch immer verpasst hat, trotzdem noch einen Tag weiterlaufen zu können bei entsprechender Versorgung mit Kalorien und nicht völlig ohne. Natürlich kann man auch ganz ohne Proviant noch ein, zwei Tage weiterlaufen, aber wer das mal versucht, bei völligem Unterzucker, das macht keinen Spaß. Man ist unglaublich langsam, man ist sehr, 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 sehr müde, fertig mit der Welt. Selbst wenn man noch lange, lange, lange nicht verhungert, wirklich noch ganz, ganz, ganz lange nicht. Aber wenn man müde und fertig mit der Welt ist, kann man sich auch nicht mehr konzentrieren und dann steigt gerade in schwierigem Gelände, wenn man über irgendwelche Felsbrocken kraxelt, ganz außerordentlich stark das Verletzungsrisiko an und das ist eigentlich unverantwortlich. Deswegen immer noch ein Zusatztag. Also in meinem Fall konkret 13 Tage Wildnistour, habe ich zwei Reservetage eingeplant gehabt. Einen dritten hätte man vielleicht eventuell auch schon drüber nachdenken können. Wie gesagt, so alle 4 bis 5 bis 6 Tage einen, je nach persönlicher Vorliebe. Das hat mir gut gereicht mit zwei. Ich hätte den zweiten nicht unbedingt gebraucht. Ich musste ihn dann trotzdem im Gelände verbringen, weil ich auch keine Option hatte, früher zurückzufahren. Warum auch? Dann wäre ich einen Tag in Stockholm rumgehangen. Das wollte ich auch nicht unbedingt haben. War ja zwecks Wildnisgedönse dann da. Also hat eigentlich von der Kalkulation her prima geklappt. Wenn man den letzten Tag nicht braucht, dann liegt man halt noch einen Tag in der Gegend rum oder macht die letzte Etappe ganz, 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 ganz gemütlich. Also sprich zwei draus. So habe ich jetzt gemacht. Und dann kriegt man das auf jeden Fall rum. Aber man hat halt noch die Reserve. Zum Beispiel könnte auch ein Fluss derart überflutet sein, dass man keine Chance hat, da durchzukommen. Es könnte sich um einen großen Fluss handeln. Man hat auch keine Chance, außen rumzukommen. Man hat also wirklich keine Wahl. Man muss bis zum nächsten Morgen warten. Der Wasserstand ist immer morgens am niedrigsten. Kurz nach Sonnenaufgang ist am idealsten. Das bedeutet, zu der Zeit, in der ich im Fjell war, wäre das um circa 4 Uhr gewesen, der optimale Zeitpunkt, um den Fluss dann zu durchqueren. Ist nicht vorgekommen, hätte aber sein können und dann keinen Reservetag haben, dann ist die Kacke am Dampfen. Außerdem ist nochmal wichtig, hat man keine Reservetage und es passiert einem sowas, dann müsste man ja am nächsten Tag eine doppelte Etappe laufen oder zumindest die fehlende Etappe über alle Etappen verteilt nochmal draufklatschen. Was wieder dazu führt, dass man, nächster Punkt bei der Reserveregel, seine Kraftreserve aufbraucht. Denn gerade wenn man allein ist, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man allein ist, sollte man seine geplante Etappe, das sollte man auch vorher planen, das kommt nochmal im Bereich Erfahrung dazu, das hat dann jeder schon mal gelernt, der schon mal ein paar Tage draußen verbracht hat, dass man vorher schon ungefähr wissen möchte, von wo bis wo will ich laufen und wie lang. Dass man seine geplanten Etappen dann halt eben so anlegt, dass die kurz, so kurz sind, dass man sie gut bewältigt. Dass man abends an seinem Lagerplatz ankommt und sich denkt, okay, jetzt könnte ich eigentlich noch problemlos 5, 6 Kilometer weiterlaufen. Warum sollte das so sein? Warum läuft man da nicht noch 5, 6 Kilometer weiter? Das kann man schon auch einmal machen oder nochmal an einem anderen Tag. Aber damit man einfach immer noch eine Kraftreserve hat. Szenario, ein fieser, fieser Sturm kommt auf des Nachts und es reißt einem doch das Zelt, selbst wenn es ein super tolles Ultrazelt ist, könnte trotzdem passieren, da steckt man nicht dahinter. Es kann ein beliebig krasses Unwetter jederzeit auftreten in der Bergtundra. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber man sollte zumindest einen Plan haben, wenn es doch dazu kommt. Und wenn man dann vorher schon an dem Tag bis zu seiner absoluten Grenze gelaufen ist und absolut nicht mehr weiter kann und quasi noch kriechend sein Zelt aufbaut und dann nur noch schlafen möchte und schon nicht mal mehr schafft, sich was zu essen zu machen beispielsweise, und dann reißt einem das Zelt. Ja, was dann? Ist man noch ausgeruht? Gut, dann muss man wirklich so lange hart durchkämpfend weiterlaufen, bis man den nächsten Schutz erreicht.
Das kann jetzt bei einer nicht ganz so krassen Wildnistour eben die nächste Berghütte sein. Das kann bei einer absolut krassen Wildnistour, wo es gar keine Zivilisation gibt, dann erst wieder die Zivilisation, die möglicherweise 50, 60 Kilometer weit weg ist, dann halt eben erst das sein, wenn es ganz, 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 ganz doof läuft. Aber ganz am Arsch ist man eben, wenn einen so eine Situation erwischt und man ist schon fertig, obwohl man nur eine reguläre, noch nach Plan laufende Etappe gemacht hat. Also immer Kraft aufheben. Dann geht es um Reparatur- und Erste-Hilfe-Materialien. Beides ist Ausrüstung, die man eigentlich nicht mitnehmen bräuchte, weil es gibt da ja so eine schöne Regel, die habt ihr wahrscheinlich auch schon häufiger gehört, was man nach einer Tour aus dem Rucksack nimmt und nicht gebraucht hat unterwegs, das nimmt man nächstes Mal nicht mehr mit. Davon gibt es halt eben diese beiden Ausnahmen. Gilt nicht für Erste-Hilfe-Materialien, wenn man die nicht braucht, ist alles perfekt gelaufen, und Reparaturmaterialien, auch wenn man die nicht braucht, ist alles prima gelaufen. Und man sollte sie nächstes Mal trotzdem mitnehmen, weil selbst die hochwertigste Ausrüstung kann halt dann doch mal irgendwie ein bisschen beschädigt werden und deshalb sollte in so einem Reparaturkit drin sein Material, um eben genau den Wetterschutz primär reparieren zu können. Heißt, Flicken für Regenkleidung, Flicken für Zelt, Ersatzsegment für Zeltstangen, Zeltstangenreparaturkit, wenn man das noch so reparieren kann, eine Reparaturhülse zum Beispiel und dazugehöriges Werkzeug. Das ist in der Regel dann eine mindestens mini Multifunktionszange, so ein ganz, ganz kleines Leatherman zum Beispiel. Panzertape. Panzertape kann man nie genug dabei haben und ein paar zusätzliche Schnüre, um nochmal irgendwie zum Beispiel am Rucksack eine gerissene Schnalle oder was einigermaßen zusammensuchen zu können, dass es wenigstens notdürftig hält, in Verbindung mit Panzertape vielleicht, kann auch nicht schaden. Außerdem wichtig, was gerne vergessen wird, was ich selber auch schon oft nicht dabei hatte, dann auch nicht gebraucht habe, aber ich habe mir schon meine Sorgen drum gemacht. Schnürsenkel. Schnürsenkel gehören auch in ein Reparaturset. Und ähnliches gilt halt eben beim Erste-Hilfe-Material. Für alles, was für einen persönlich, da ist auch wieder Erfahrung wichtig, halbwegs realistisch ist, was man unterwegs bekommen könnte. Zum Beispiel, ich werde nicht krank, ich kriege keine Erkältungskrankheiten. Das hatte ich zuletzt vor 8 Jahren oder was und da war es einen Tag und dann war wieder gut. Das wäre also im Rahmen eines Ruhetages auszukurieren, wenn mich sowas erwischen würde. Ich muss also in der Hinsicht wenig mitnehmen. Was ich hingegen brauche, ist jede Menge entzündungshemmende Medikamente für meine kaputten Knie. Neuerdings auch für meine kaputte Schulter. Ich hoffe, dass die allerdings nicht irreparabel kaputt ist und demnächst dann wieder ganz in Ordnung sein wird. Also das sind so Sachen, das brauche halt dann wirklich ich. Und zwar wirklich in großen Mengen. Ich habe da immer eine große Tube, die entsprechend schwer ist. Diclofenac-Salbe dabei. Also der Wirkstoff heißt so, ob das jetzt von Ratiopharm oder von was auch immer ist. Das ist ja mir vollkommen wurscht. Hauptsache, der Wirkstoff stimmt. Das wäre jetzt so was Persönliches für mich. Dann natürlich persönliche Medikamente und auch davon für alle möglichen Tage, die Tour eventuell sein kann. Das gilt insbesondere für jemand, der extrem auf so ein Zeug angewiesen ist, beispielsweise Diabetiker, Asthmatiker und so weiter und so fort, dass man da genug von eben entsprechend dabei hat. Und auch wenn man meiner Meinung nach, ich weiß, da gibt es auch noch Leute, die anderer Meinung sind, aber meiner Meinung nach ist es auch wichtig, dass man genügend Verbandmaterialien, Pflaster und Ähnliches dabei hat, um auch eine komplexere Verletzung, einen Hang runtergekullert, viele Schürfwunden, dann auch viele Schürfwunden abdecken zu können. Und nicht nur, ich habe ein Verbandspäckchen. Das hilft einem halt nicht, wenn man viele Verletzungen hat, ist meine Meinung. Das sind diese beiden Philosophien gibt es da im Outdoor-Bereich, habe ich schon mitbekommen. So nach dem Motto, ja, man nimmt ein ganz kleines bisschen was mit. Alles, was man mit dem kleinen bisschen nicht behandeln kann, das kann man eh nicht behandeln. Dann hat man eh verloren, dann braucht man gar nicht noch zusätzliches Zeug mitnehmen. Oder halt eben, man nimmt halt viel Verbandmaterial, damit man auch viel Wunde halt irgendwie abdecken kann. Kann ja jeder machen, wie er möchte, aber ich tendiere zu eher etwas mehr dabei haben. So, wenn man mit GPS unterwegs ist, dann wird von den gängigen Bergrettern, die es im Fjell so gibt, die da so unterwegs sind, einheitlich empfohlen, dass man immer noch trotzdem zusätzlich, die werden schon wissen, warum sie das sagen, noch eine Karte und einen Kompass dabei haben sollte.
Gilt nicht, wenn man ohnehin mit Karte und Kompass unterwegs ist, dann braucht man nicht noch ein Backup-GPS. Kann man, braucht man aber nicht, weil wer mit Karte und Kompass wirklich umgehen kann, der weiß hundertprozentig immer, wo er ist, wenn er es wirklich drauf hat. Die Fjällkarten sind hervorragend. Fjällkartan heißen die. Das ist so das gängige Kartenmaterial, was fast jeder bei einer Fjällwanderung in Schweden dabei hat. Und wenn man dann noch mit dem Kompass umgehen kann und vielleicht sogar noch ein Höhenmesser mitschleppt, dann ist das so gut wie jedes GPS und funktioniert auch bei Regen. Gut, das tut ein GPS auch. Funktioniert auch bei Nebel, funktioniert im Wald, funktioniert auch ohne Strom. Und auch dann, wenn es vorher runtergefallen ist, zum Beispiel. Jetzt weiß ich nicht, wie empfindlich so ein GPS ist. Ich habe da nie großartig mit rumgespielt. Es wird halt wirklich von jedem, der sich da im Gebirge auskennt, empfohlen. Es steht teilweise bei den Hütten in die Wand geritzt, dass jemand ohne Karte unterwegs war und jetzt wahnsinnige Probleme bekommen hat. Und da steht drunter, never go without a map. Ja. Also das ist teilweise wirklich dramatisch, wie sehr man auf allen Ecken darauf hingewiesen wird, unbedingt Karte und Kompass dabei zu haben. Ich bin selber auch mal im Nebel gelandet und war dankbar dafür, dass ich dann doch zumindest wusste, notfalls hast du noch einen Kompass, kannst du zumindest grob in die richtige Richtung weiterlaufen, wenn du jetzt anfängst, im Nebel im Kreis zu laufen. Denn ich habe gesehen unten, weiß, habe gesehen oben, weiß. Nebel auf Schnee, ist ein bisschen schwierig mit der Orientierung. Dann spannend, aber schwierig. So, was man auch unbedingt dabei haben sollte, egal wie wenig Gewicht man sparen möchte, ist ein zweiter Basissatz Kleidung. Was ist ein Basissatz? Für mich persönlich ist das eine sehr dünne Hose. Dafür kann man auch die Regenhose nehmen, wie ich finde. Zumal die aus einem Material besteht, das ich nicht wirklich vollsaugen kann. Die kann also nicht klatschnass sein. Also eine entsprechend gute Regenhose halt eben entsprechend wieder. Man kann natürlich auch eine lange Unterhose dafür einplanen. Was zu schwer ist, was man meiner Meinung nach nicht braucht, ist eine zweite Trekkinghose, also eine reguläre Outdoor-Hose. Davon zwei. Muss meiner Meinung nach nicht sein. Zweite Unterhose, Unterwäsche. Man kann sich streiten, ob man davon nicht noch eine dritte braucht, aus hygienischen Gründen. Ich persönlich bin inzwischen bei zwei. Eine anhaben, eine in Reserve. Zwischendrin mal an einer Situation, wo man dann halt wirklich aufpassen muss und gefühlt ein bisschen Angst hat, die eine waschen. Und solange die dann noch nicht trocken ist, hat man keine Reserve mehr. Das macht einen ein bisschen nervös. Geht mir zumindest so. Und deswegen, ja, vielleicht ein drittes Exemplar auch nicht ganz so verkehrt. Gleiches gilt für Socken. Auch da mit zwei kommt man eigentlich hin. Aber man hat halt eine Zeit lang keine Reservesocke, wenn gerade mal eine gewaschen und am Trocknen ist. Deshalb auch da drei eine Möglichkeit. Gleiches gilt für T-Shirt. Und was man dann noch haben sollte, den muss man ja nicht waschen, ist ein Reservepullover. Gerade im kalten Bereich. Ein Zusatzpullover, mehr oder weniger. Den kann man vielleicht eventuell durchaus am Ende der Tour auch mal so anziehen. Je länger die Tour dauert, desto kälteempfindlicher wird man in der Regel. Ich habe noch keine Tour erlebt, auch Gruppentouren, auf deren Ende nicht jeder alles anhat, was er dabei hat an Klamotten. Zumindest einmal kurz angehabt hat. Aber man sollte trotzdem davon ausgehen, dass man beim durchschnittlichen zu erwartenden Wetter einen Pullover, einen dünnen Pulli nicht braucht und der gehört dann in den Reserve-Kleidersack quasi. Dass man also eine Garnitur halbwegs wärmende Klamotten hat, wenn die Hauptklamotten eben nass werden. Da kann man dann ja immer noch die Regensachen drüber ziehen, davon ausgehen, dass die halt eben sehr, 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 sehr gut sind und selbst wenn sie nass sind, immer noch den Wind abhalten und von innen ohnehin nicht besonders nass sind oder nach kurz Ausschütteln schon wieder fast trocken. Davon geht das eben aus. Warum ist das wichtig? Weil wenn man einmal nass geworden ist und man hat nichts Trockenes zum Anziehen direkt auf die Haut, dann kann man sehr, 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 sehr schnell auskühlen in so einem kalten Lebensraum. Möglicherweise ist einem sogar noch der Schlafsack nass geworden. Dann hat man verloren, dann ist es richtig lebensgefährlich.
Hat man jetzt eine Gruppe, kann man sich von jemand anders den trockenen Schlafsack mal kurzfristig ausleihen. Man kann sich aus der Gruppe Klamotten zusammen ausleihen, um sich dann damit irgendwie warm zu halten. Ist man alleine, hat man diese ganzen Möglichkeiten nicht und es ist wirklich sehr schnell, sehr lebensgefährlich. Dann macht doch ein Feuer. Ja, auch das geht halt eben nicht, wenn man sich in der Bergtundra befindet, wo es gar nicht mal Holz gibt zum Feuer machen. Also schon durchaus eine sehr gefährliche Situation. Ohne Backup-Klamotten ist das ganz, ganz doofe Idee. Ganz, ganz doof. Davon abgesehen stinkt man dann irgendwann wie ein Iltis. So, und ich persönlich würde jetzt auch noch im Bereich eben des Reserve, der Reserveregel, immer einen Schlafsack dabei haben, der deutlich wärmer ist als das, was man eigentlich braucht. Weil, wenn man wirklich lange schon unterwegs ist, 10 Tage aufwärts, dann heizt man einfach nicht mehr so gut im Schlafsack. Das lässt nach. Zumal man für so einen langen Zeitraum grundsätzlich weniger Nahrung mitnehmen muss, als man eigentlich an Tagesbedarf braucht. Weil sonst müsstest du pro Tag 4000 Kalorien, 5000 Kalorien oder sogar 6000 Kalorien, je nachdem was für ein Ultrasportler du bist, mitschleppen. Und das kann kein Mensch tragen über 13 Tage. Das geht dann nicht mehr. Das wäre dann ein 40 Kilo Rucksack oder so Späße. Das ist einfach nicht mehr drin. Deshalb muss man mit dem quasi in Unterversorgung arbeiten, da hat man gar keine andere Wahl. Und ich war mit durchschnittlich 1800 Kalorien unterwegs und habe wahrscheinlich auch so 4500 bis 5000 pro Tag, wenn es mal hart gekommen ist, gebraucht. An lockeren Tagen vielleicht nur so 3500, habe 5 Kilo abgenommen, ist doch wunderbar. Die habe ich nicht mehr gebraucht, die 5 Kilo, die dürfen gerne wegbleiben. Aber ja, worauf ich hinaus möchte: wenig Essen heißt wenig Hitzeproduktion, heißt wenig Hitze im Schlafsack. Das heißt, der muss schon wirklich sehr, 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 sehr gut isolieren. Den Komfort-Limit-Angabenwert, der ja für einen durchschnittlichen Mann gedacht ist, beispielsweise jetzt bei so einem Carinthia Defense 4, so ein Schlafsack, den jetzt relativ viele Leute haben, der ist ja minus 15. Das kannst du vergessen. Das erreichst du niemals nach 10 Tagen so einer Trekkingtour. Das kannst du vergessen. Da müsstest du schon nur aus Muskeln bestehen und wirklich heizen wie blöd. Aber das machst du nicht mehr an diesem Punkt. Da kannst du froh sein, wenn du den Frauenwert erreichst. Also den Optimalkomfortbereich. Ich glaube, das ist dann noch minus 8 oder was. Und man sollte sich auch nicht wundern, wenn man da auch noch drunter bleibt. Ich hatte einmal das Kälteste, was ich hatte, besonders kalt war es nie, werden wahrscheinlich so um die 0 Grad gewesen sein, also so ganz bisschen drüber. Es hat man ja am nächsten Morgen nur ganz, ganz, ganz geringen Frost gefunden, also vielleicht mal kurzfristig ein bisschen unter die 0 abgetaucht, aber nicht viel. Und da habe ich mich dann schon wirklich vollständig einpacken müssen im Schlafsack. Dann habe ich nicht gefroren, das war alles kuschelig warm, aber ich habe mich richtig, richtig, richtig reinkuscheln müssen, alles zu, was zugeht. Und normalerweise, das letzte Mal, als ich mich da so eingekuschelt hatte, das war bei minus 12. Also, ja, nur so ein bisschen als Vergleich und das ist kein Einzelfall. Ich habe schon viele, viele Gruppentouren gemacht, ich habe schon viele, viele Leute draußen erlebt und die berichten alle dasselbe. Gegen Ende der Tour ist man wirklich froh, wenn man einen Schlafsack hat, der warm genug ist. Zuletzt in Schottland mit meiner lieben Freundin, die da mit ist, so gewesen. Die hatte auch einen, der ging bis minus 18. Schwer, 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 Schlepp ohne Ende, aber sie hat es nicht eine Sekunde bereut, in den kalten Nächten, weil sie dann wirklich noch richtig kuschelig in diesem Ding geschlafen hast. Und das brauchst du auch einfach für die Psyche. Wenn du im Schlafsack liegst, fertig, ist warm, ist gemütlich, ist kuschelig. Wenn man anfängt, im Schlafsack zu frieren, über so eine lange Tour, wo man wirklich alleine ist und dann psychisch ohnehin eine gewisse Grundbelastung herrscht, das macht man nicht lange mit. Es sei denn, man ist der erwähnte superharte Ultrakrieger, der auch nur mit einer Wolldecke und einem Schweizer Taschenmesser durch die Arktis marschiert, von Polarstation zu Polarstation und solche Späße. Dann vielleicht schon. So, und das sind die wesentlichen Dinge gewesen, meiner Meinung nach. Das sind so die Regeln, wenn man die ignoriert
Und dann hat man Pech mit dem Wetter, dann kann man schon wirklich, um es drastisch auszudrücken, tatsächlich dran sterben. Beispielsweise eben Unterkühlung. Es reißt einem das Zelt auf, man ist schon fertig, man kann nicht zurückflüchten an irgendeinen Ort, wo man sich unterstellen kann. Man regnet nass, man kühlt völlig aus, man ist tot. Ist eine Tatsache. Das sind so Sachen, das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Jetzt hätte ich noch ein paar Kleinigkeiten. Wer die nicht mehr hören will, der darf an dieser Stelle gerne ausschalten und ich werde das auch vom Schneiden her jetzt als Extra-Teil zusammenschnibbeln.